Ich bin heute mit Erik unterwegs und heute testen wir mein neu gekauftes Schlauchboot. Es passt tatsächlich auch sehr gut hier in den Caddy. Es ist ein, ja, ich sag mal, ein sehr günstiger Schuss gewesen. Also das ist quasi das Schlauchboot. Hier unten befinden sich die Aluplatten. Haben wir hier auch noch eine kleine Luftpumpe zum Aufblasen. Elektromotor auch dabei, Batterie. Wir werden das ganze Ding jetzt mal aufpumpen. Dann gebe ich euch noch ein paar genauere Daten, wo ich das gekauft habe, wie viel das gekostet hat. Aber bisher, ich habe schon mal meiner Bude aufgebaut, das seht ihr jetzt. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr überzeugt. Also für knapp 500 Euro war das sehr gut. Heute kommt der Praxistest, das erste Mal, quasi die erste Jungfernfahrt. Ich hoffe, ich bin auch der Erste, der das Boot entschneidern kann. Aber ja, Wetter ist ganz gut, schöner Herbsttag jetzt, Anfang Herbst. Wir bauen das Ding jetzt auf und dann geht es sofort auf den Teich, ist schon ein bisschen spät. Die Konstruktion ist eigentlich relativ simpel. Man bläst zuerst hier ein bisschen alles leicht mit Luft auf. Dann hat man da die Aluplatten, legt die rein, muss man so ein Stecksystem. Und dann werden die quasi so verklemmt. Da unten hat man den Kiel, den pumpt man dann auf. Und dann macht man alles nochmal richtig prall und dann ist es eigentlich fertig. Soweit die Theorie bisher. Sind wir jetzt 5 Minuten hier am Pumpen. Sieht ganz stabil aus, aber man merkt den Preis schon. Also zum Beispiel hier bei den Aluplatten sind irgendwie viele Sachen, oder hier zum Beispiel das Holz ist irgendwie so, das ist hier irgendwie so ein Holzboden, ich weiß auch nicht warum. Aber hier zum Beispiel diese Kanten sind echt sehr scharfkantig. Muss man immer ein bisschen hoffen, dass man nicht irgendwie durchs Wasser nach Hause kommt. Also kleines Fazit bis jetzt, alles aufgebaut, hier ist der E-Motor jetzt dran. Sieht richtig stabil aus, es wird natürlich nicht mehr so sauber bleiben, hier 0,2 Bar drauf. Eine sehr schöne, leichte Batterie, echt ein Fliegengewicht. Erster Stabilitätstest. Stell dich mal hin. Ich finde, man steht sau nice. Ja. Aber zu zweit perfekt. Zu dritt, glaube ich, geht es auch, aber man muss deutlich weniger Tackle mitnehmen. Ja. Also wir haben jetzt hier 5 Huten insgesamt, 2 dicke Angeltaschen, noch eine Tasche, E-Motor, Batterie. Also zu zweit ist top, finde ich, zum Angeln. Das Ding ist nur, wir haben auch schon festgestellt, dass wir den Anker vergessen haben. Nicht den Anker, den Kescher. Wird auch noch witzig. Also ohne Kescher hier rumfahren. Der ja auch schön eingesaut hier. Geil, Mann. Auch ein bisschen auf dem weißen Pulli. Macht schon wieder Spaß. Weiß nicht, fangen wir an. Ja, wir fahren hier raus und dann links rüber. Geil, Mann. Ich hab Bock. Also übrigens, derjenige, der den ersten Fisch fängt, darf einen Namen geben. Das Boot? Ja. Okay. Müssen noch was überlegen. Müssen wir uns überleben. Überleben vor allem. Überleben. Müssen wir überleben. Komplettes Hechtmassaker hier unter Wasser, mitten auf dem See. Unglaublich. Komplett krank, sind echt gute Fische. 1, 2, sind locker 3 Hechte. Kennst du das erste Wurf und dann dieses Schnallgeräusch, dass irgendwas gerissen ist? Achso, wenn es durchballert. Beim ersten Wurf so. Geil. Dann so ein 100 Euro Schwimmbait ab. Kleinen Christmas Edition Chatterbait und einem kleinen Köfi Bleak als Trailer. Und neue Bucht auch. Kein Angler weit und breit mehr, alle reingehauen. Es wird mal Zeit, dass wir jetzt hier das Boot entjungfern. Klingt falsch, aber es ist so. Ja. Ankerseillänge habe ich auch perfekt eingeschätzt tatsächlich. Erst überlegt 7 oder 10 Meter. 10 ist die richtige Wahl gewesen. 7 hätte hier nicht mehr gereicht. Wir müssen nur den einen Köder finden, den sie wollen. Sage ich dir, dann sind sie plötzlich überall. Ah, wir haben ihn noch nicht. Wir haben ja noch nicht mal einen Biss bis jetzt. Ja. Wir fischen gerade entweder viel zu groß oder zu schnell oder. Eigentlich ist ja überall Fisch. Also bisher läuft die Jungfernfahrt deutlich schwieriger als erhofft, sage ich mal. Wir sind jetzt einfach easy schon 3 Stunden am Fischen. Ne? Es ist schon 3:30 oder so. Ja. Wetter ist eigentlich top. Wir haben sogar 2 echt nice Hechte da hinten im flachen Bereich gesehen. Ja, aber die hatten gar keinen Bock. Die haben sich ja erschreckt, als wir da vorbeigefahren sind. Haben die auch direkt angeworfen, ne? Einfach abgedreht. Ja, aber ich denke, auf dem Abend probieren wir es nochmal. 2 Würfe da, vielleicht kriegen wir sie.
Wir sind tatsächlich auch ein bisschen überfragt gerade, was wir noch alles probieren sollen. Wir haben wirklich gefühlt jede Art von Köder schon durchprobiert. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann wisst ihr, dass auf jeden Fall noch was kommen wird. Ansonsten würde dieses Video nicht erscheinen. Morgen früh beißen sie. Da geht's Beißfenster auf. Immer dieses Fenster, was aufgeht. Kennst du dieses Fenster, was aufgeht beim Angeln? Beim Angeln gehen immer so viele Fenster auf, ey. Der Beißindex ist gerade hoch. Man könnte wirklich denken, irgendwie, man sitzt in der U-Bahn so viel, wie sich da immer öffnet und schließt. Ja. Den ganzen Beißfenstern. So viele Fenster, die sich hier öffnen und schließen, ey. Genau da. Siehst du ihn? Warte mal, mach mal ganz weit, Digga, ganz weit nach hinten. Ah, du spookst ihn so. Ich glaube, du spookst ihn so. Oh, Bruder, der kommt! Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Halt's Maul, halt's Maul! Der war drauf. Ey, ich habe, glaube ich, noch nie so einen perfekten Biss im klaren Wasser gesehen. Der hätte hängen bleiben müssen, eigentlich. Der hätte hängen müssen, ey. Sau schade, wirklich. Boah, krass, ey, das war ein kranker Biss. Ja. So oft, so hoch auf noch. Pech, Pech, hab ich. Nice. Sehr geil, da ist er, Mann, der erste Fisch, endlich. Kein Monster, aber. Sehr nice. Schön auf dem Schwimmbecken. Gerade noch gesagt. Der erste Fisch nach wie viel Stunden? Fünf? Ja, wirklich den ganzen Tag darunter. Komplett krank. Jetzt muss ich mal kurz abhaut. Ersten Fisch auf diesem Boot. Sehr schön. Das heißt, ich darf den Namen geben, ne? Du darfst dem Boot einen Namen geben. Ach, muss ich mir nochmal überlegen. Lass mal den Kleiner schnell wieder laufen hier. Mal gucken. Weg ist er. Erster Fisch, Mann. Boot entschneidert. Wir sind entschneidert nach 5 Stunden Angeln oder so. War auch wichtig jetzt. Ganz wichtiger Fisch. Gerade eben die eine Attacke auf dein Schwimmbait. Ja. Guck mal, da hat er jetzt einen guten Schlag genommen. Siehst du das? Weg ist er, ja. Rauchbombe. Aber jetzt haben die Hechte Bock. Also, ja. Die hatten die ganze Zeit gar keinen Bock. Wir haben wirklich alles durchprobiert im flachen Wasser. Die sind vor uns weggeschwommen. Wir haben die gesehen. Die sind vor uns. Ist da hinten wieder richtig was gesprungen? Geraubt. Ja, richtig fett. Ihr seht's, Leute, wir müssen weiter angeln. Fische haben Bock, Sonne steht jetzt deutlich tiefer. Swimbaits sind es vor allem, haben wir rausgefunden. Swimbaits ganz langsam einleiern. Gerade eben das erste Mal ein Swimbait von Eric geliehen. Getestet, langsam eingeleiert, zack, sofort einen Biss gehabt. Also, er jetzt auch einen Hecht auf dem Swimbait. Scheint hier gerade im ungefähr 30 cm flachen Wasser die Waffe zu sein. Schauen wir mal, dass wir den Tag jetzt noch ein bisschen retten, was Fische angeht, ne? Eine schöne Angelei. Nachläufer. Oh, krass, ey. Oh. Leute, schaut es euch an, das alles hier unten sind einfach tote Hechte, einfach hier reingeworfen. Der war noch nicht mal maßig, glaube ich, der da. Ob der Maß hat, weiß man nicht, der da hinten hat auf jeden Fall Maß. Der hat Maß, aber... Aber das hier einfach so im flachen Wasser. Alter, das ist schon richtig krass. Einfach der zweite Friedhof hier. Also, Digga, manche Leute einfach bodenlos, wirklich. Warum schmeißt man das denn nicht einfach in Schilf oder so? Wir sind jetzt auf jeden Fall in der letzten Stunde angekommen. Die Sonne steht jetzt schon relativ tief. Wir haben gerade nochmal einen Biss tatsächlich. Und Eric ist immer noch krank am Überlegen hier, was den Namen angeht. Ich muss mir was Gutes ausdenken. Hast noch eine Stunde Zeit. Ich muss jetzt vor allem mich hier mal entschneidern auf dem Boot. Wie gesagt, die ersten Stunden waren mau. Jetzt geht es aber gefühlt wieder richtig los. Und wir fahren jetzt nochmal in die letzte Bucht und ballern nochmal 40 Minuten die Swimbaits durch. Ein bisschen kleiner. Schöner Fisch, Digi. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Eigentlich das richtig türkis so im Maul. Dickes Petri. Danke. Kein Monster, aber ich glaube, der will nochmal. Ich helfe dir gleich, ich muss kurz die Drohnen landen. Ja, alles gut. Lass ihn ein bisschen sich abspacken. Nein, ab. So,
Viel mehr ging jetzt leider nicht mehr. Die Jungfernfahrt fürs Boot ist geschafft und ich bin echt sehr gespannt, welchen Namen sich der gute Eric jetzt hier ausgedacht hat. Noch habe ich keinen. Okay, das Boot heißt Noch habe ich keinen. Oh, hast du den Hecht gesehen? Oh ja. Na gut, jetzt haben wir aber schon alles zusammengepackt. Na gut. Denken wir im Auto ein aus auf der Fahrt. Ja, denkst du im Auto ein aus, sehen wir dann gleich. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz hier den kleinen Rudertest machen. Josef und ich haben gestern ganz vergessen noch zu drehen, welchen Namen ich mir überlegt habe für sein Boot. Und zwar, haltet euch fest, es soll heißen Unsinkbar 2. Ja, okay, jetzt nicht der originellste Name, aber eigentlich ganz lustig, wie ich finde. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Also Leute, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das ganze positive Feedback, was ihr immer unter den Videos hinterlasst. Macht auf jeden Fall Spaß und motiviert für neue Videos. Abschließend muss ich sagen, dass ich wirklich sehr, sehr happy bin mit dem Schlauchboot. Für insgesamt 480 Euro kriegt man das im Kaufland Online-Shop. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so gut ist. Also es liegt sehr, sehr stabil im Wasser. Man kann es in 20 Minuten zu zweit easy aufbauen. Kann es dann auch in 15 Minuten ungefähr abbauen und es passt in jeden Kofferraum. Also das Packmaß ist wirklich sehr, sehr klein und angenehm. Allerdings bei dem Preis leidet natürlich auch ein bisschen die Qualität. Also hat man zum Beispiel an diesen Aluböden so ein paar scharfkantige Ecken und so, kann man natürlich dann selbst noch nachschleifen. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich sehr, sehr happy bin. Der Aufbau klappt eigentlich echt ganz gut, wenn man einmal den Dreh raus hat. Das Packmaß ist super, der Preis ist sehr, sehr fair. Ich bin gespannt, wie sich das dann über einen längeren Zeitraum ergibt. Also inwiefern das Material dann auch widerstandsfähig ist. Gerade wenn ich es dann auch fürs Salzwasser benutze, was ja dann immer noch mal ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber ich bin bisher sehr, sehr happy. Der erste Test hat super geklappt und die Unsinkbar 2 wird ab jetzt viel öfter in meinen Videos zu sehen sein. Wahrscheinlich auch in den Videos dann in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen. In diesem Sinne, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Also macht's gut. Ciao, ciao.